Einen recht schönen guten Donnerstagmorgen, den 19. Januar, wünscht euch der Bauer Häusi. Willkommen auf meinem Kanal. Und ihr habt es gesehen, endlich mal kalt, minus 8 Grad. Auf das haben wir gewartet. Leider ist die Berechnung nicht ganz aufgegangen. Es hat auch geschneit. Wir haben eine Schneedecke. Und unser Plan wäre ja gewesen, heute Koppel aus Feld rausbringen. Hoppla, ich muss das hier bei den Kühen schließen, damit ich da misten kann. Hier sind die Kühe und drüben die Rinder, die werde ich jetzt auch einschließen. Ja, das Problem ist jetzt die Schneedecke. Und ich weiß nicht. Ich denke, wir können nicht. Ich werde dann rausgehen und auf dem Feld und schauen. Das Beste ist, unter der Decke gefroren ist. Ja, und es ist bereits 10 vor 8. Ich bin mit der Noma auf dem Feld und ich will da prüfen, wie hart jetzt gefroren ist der Boden. Und es ist so, auch bei minus 8 Grad, wenn eine Schneedecke ist, ist der Boden nicht gefroren. Ich kann mit den Schuhen in den Boden reindrücken. Also ganz klar, das geht nicht mit Kompost. Obschon der Weg steinhart gefroren ist, aber dort, wo Schnee liegt, reicht es nicht. Eine Nacht minus 8. Komm mit der Noma, komm. Komm, Noma. Komm, Nomi. Komm. Komm, du mach, komm. Komm. Und gut. Komm. Und gut. Komm. Du mach. Komm. Hier. Gut. Ja. Ja, tipptopp, tipptopp, tipptopp. Ja, darum fahren wir jetzt in die Kaffeebar nach Kirchberg. Und ich werde dort eine heiße Ofo trinken. Kein Kaffee. Gestreut. Da ist den, muss ich sagen, Sommerhaber gesät, den wir Silowallen gemacht haben. Und hier liegt der Champignon-Kompost bereit zum Streuen. Kaffeebar. Ja, und die Heizung läuft sehr gut. Ja, und bereits nach der OFO-Time in der Kaffeebar ist jetzt 9 Uhr um Kaffee-Time. Ein bisschen verrückt. Ja, liebe YouTube-Freunde, draußen ist es kalt und der Bauer Häusi sitzt auf dem heißen Ofen. Er ist warm wie verrückt. Hei, hei, ist das schön. Ja, die Noma kommt auch schauen. Schön, so im verschneiten Wald. Ganz schön. Und ich noch etwas Holz vom letzten Wind. Nicht weggeräumt. Ja, jetzt müssen wir eine Tanne fällen.
die wir eigentlich hätten stehen lassen wollen. Ein Riesenteil. Leider war sie doppelgiebelig und nach dem Holzen vom letzten Winter hat der Wind zu fest zupacken können und beide Giebel runtergeholt. Schade, schade. Soll ich ziehen? Probier eins. Oh, wir haben. Wir? Siehst du noch was? Nein! Ja. 1,30 Meter. Ja, cool. Und schade. Ah, gut angeschrotet. Es ist schon ein bisschen so. Ja, ehrlich. Ja, voll, mach ein bisschen mehr. Ja. Hey, das ist nass, gell? Ja. Tanne ein bisschen angehoben, aber drehen konnten wir sie nicht. Auf 10 Meter zersägen. Bereits wieder 5 Uhr abends. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.